Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier auf unserem Raumschiff. Der Unreliable. Yep. Ich glaube, wir haben noch einen Auftrag zu erledigen oder zwei. Genau. Ganz Halcyon an einem Tag. Das machen wir aber später. Vielleicht gucken wir uns das hier mal an. Die Stadt und die Sterne. Jetzt, wo Phineas weiß, dass Minister Clark Dimethylsulfidoxid in Byzantium gehortet hat, musst du bloß noch für ihn in die Stadt kommen, um es zu stehlen. Ein Kinderspiel. Sprich mit Minister Clark. Minister Clark verbringt fast all seine Zeit in seinem Anwesen, das schwer bewacht wird. Er ist vielleicht schwer zu erreichen, aber anscheinend hat er die Dimethylsulfidoxidreserven der Kolonie gehortet. Und nach dem, was letztens passiert ist, machen wir das sehr gerne. Nach dem, was wir in der vorletzten Folge so rausgefunden haben. Prima. Über den Ruhestand. Du musst nicht mitkommen. Ja, nach dem, was da so abgegangen ist. Ach, wir behalten das Kleidungsstück jetzt drin, oder? Das wiegt doch nicht so viel, meine ich. Das hier können wir eigentlich auseinandernehmen. Ausgebeulter Niedrigdruckhelm. Was kann das Ding hier eigentlich? Tech-Fähigkeiten. Aha. Ja, dann mal wieder zurück damit. Rein da. Tech. Hatten wir den schon mal in Schwarz? Ich erinnere mich nicht dran. Den brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Und das Ding hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Haben wir unterwegs irgendwo eingesammelt, meine ich. Mhm. Und so viele Waffen haben wir auch eingesammelt unterwegs. Wo ist denn unsere Schrotflinte? Verkauft. Och, ja, ehrlich. Ja, haben wir verkauft, glaube ich. Die taktische Schrotflinte. Warum sind denn hier eigentlich schon wieder so viele Sachen drin? Ach so, sind sie gar nicht. Ich denke, das geht so. Also reich werden wir ja nicht gerade hier, habe ich so den Eindruck. Oh, warum sind wir immer noch so überladen? Wiegen die Dinger hier etwa doch was? Ah, Moment mal. Hier haben wir so viele Sachen von. So. Und die Sachen hier, die wiegen alle nichts. Dann können wir ja sofort los. Haben wir uns umgezogen? Nein, scheinbar noch nicht. So geht's los. Also Parvati lassen wir hier und Sam lassen wir hier. Wir nehmen Ellie und New Yorker mit. Schleichen? Haben wir was zum Schleichen? Ach, das ist doch jetzt egal.
Byzantium ist für uns eigentlich jetzt schon fast unten durch, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die Frau, die da so komisch war, das war ja eine Frau. Ja, aber die sind doch alle hier irgendwie komisch. Die Wachen waren auch komisch. Haben Celeste umgebracht, weil sie Sachen genäht hat. Für Kleidung wurde sie umgebracht. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. I can take a hand. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier sowas ist. Gut, dass wir den Holo-Anzug haben, ha? Huh? Ich habe nicht gesehen, dass gespeichert wurde. Wir haben jetzt gespeichert. Keep your eyes out for dissidents. Wie sehen wir eigentlich aus? Oh so, wir brauchen gar nicht zu schleichen. Nach da oben dürfen wir. Mit dem Aufzug. Zurück kommen wir nicht mehr. Was denn da oben eigentlich? Ach, was haben die denn über dem Kopf? Was heißt das? Nothing exciting ever happens around here. How did you get in here? Das sage ich dir nicht. You! You're not one of my guards. What are you doing here? So, this is one of the guys who runs the colony, huh? Small room for a big shot. If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Also Schluss mit dem Scheiß. Ich bin hier wegen des Dimethylsulfidoxids. Ah, wovon redest du? Warum sollte ich so etwas wollen? Ah, da haben wir uns wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Wovon redest du? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Beruhig dich. Ich will doch nur ein paar Fragen stellen. Nenn mich nicht noch einmal einen Deppen, oder du bist tot. Oh, ich habe keine Zeit für sowas. Beruhig dich, ich will auch nur ein paar Fragen stellen. Wer ist Charles? Then you're not part of Rockwell's PR team. That means you're a dissident? A real live dissident?
But what are you doing here? And how did you get in? Ich stelle hier die Fragen. Moment, du hältst mich für eine Dissidentin? My friend, the slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. Stell dich nicht um. Du hast eine große Menge Chemikalien bestellt. Ich brauche sie. Weiß der denn überhaupt? Weiß der, was der Methylsulfidoxid ist? Ah, na gut, ich suche nach dem Methylsulfidoxid. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. I don't know if our chemicals are here, but this guy is definitely not. Will that be all then? Hey, rede nicht so schnell. Ich verstehe kein Wort. Ah, ich habe hier die Unterlagen, die belegen, dass du Dimethylsulfidoxid in rauen Mengen besitzt. Ach, es sind keine Pharmaka, sondern Chemikalien, du Mensch. Und wenn du sie nicht bestellt hast, wer dann? Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um dumme Spielchen zu spielen, Clark. Dein Name steht auf den Belegen. Warum redest du ständig so komisch? Also, ich habe hier Unterlagen, die belegen, dass du Dimethylsulfidoxid in rauen Mengen besitzt. Oh dear, I don't think I can say this any more slowly. Unless... of course, it's Rockwell again, who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Ja, jetzt mach mal langsam und sag mir, wovon du da sprichst. Du solltest lieber schnell anfangen, etwas Vernünftiges zu sagen. Du sagst, Vorstandsvorsitzender Rockwell hat dich hier eingesperrt? You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. Yeah, sure. It's always someone else who ordered the hookers and energizing ointment. Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Na, dann werde ich mich mit ihm befassen müssen, ha? Huh? Du erwartest wirklich, dass ich das glaube? Warum sollte er sich die Mühe machen? Na klar, glaube ich erstmal dem brabbelnden Wahnsinnigen. Warum sollte er sich all diese Mühe machen? How should I know? I've been under house arrest for years. But there is a way to find out, and perhaps to set things right. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Halcyon, that's as good a place as any to start. Exactly. And fix it we must. We really gonna do this? Getting involved is a messy business, and it rarely pays. This is about more than bits. This is about the survival of the colony. If you don't help, who will? Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Oh, Mama Mia. Sag mir einfach, wie ich das hinbekomme, wie ich da hinkomme. Die HCC-Zentrale? Ah, du klingst mir ein bisschen zu begeistert darüber. Wenn du damit sagen willst, dass wir uns Ärger einhandeln, ich bin bereit dafür. Hä? Die HHC-Zentrale? Du klingst ein bisschen zu begeistert darüber. Na, die HHC-Zentrale?
Halcyon Holdings Corporation, the collective of companies that run the colony together. Allegedly in partnership with the Earth Directorate and appointed Minister of Earth. Also bleiben wir beim Wesentlichen. Wie gelange ich zur HHC-Zentrale? Nun, ich bin froh, noch jemanden auf meiner Seite zu wissen. Im Ernst? Dir würde nicht mal die Leitung eines leeren Warenlagers würde ich dir zutrauen. Nun, ich bin froh, noch jemanden auf meiner Seite zu wissen. I dearly hope I'm not imagining this. Now, we've got to get into the HHC. That's in the Acropolis District, along with the other major corporate and government facilities. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben schon das Geld bezahlt. Oh nein! Und was tue ich, sobald ich in diesem Akropolis-Viertel, sobald ich da bin? Ich fürchte mich nicht vor ein paar Wachen. Das mit den Tunneln klingt gut. Ich bleibe lieber unentdeckt. Offensichtliche Gründe? They're rather dirty. There are also rumors of sprat infestations, faulty automechanicals and other unsavory hazards. If that sort of thing bothers you. Mhm. Nicht doch. Ja, wenn ich es mir recht überlege, dann lege ich mich doch lieber mit den Wachen an. Und was tue ich denn, sobald ich das Akropolis-Viertel erreicht habe? When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Oh, was wie, Moment, was früher mal dein Büro war? Wie hast du es geschafft, deine Zugangskarte zu behalten? Dein Büro war das? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater? A man has too much money and too little sense. Na, da ist er wohl nicht der Einzige. Okay, ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Moment, wie hast du es eigentlich geschafft, eine Zugangskarte zu behalten? The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. Naja, ich sollte dann mal wohl los. Oh, Moment, das möchte ich genauer wissen. Oh, wie geht? Na, möchte ich das genauer wissen, heißt das. I. Hoffentlich hat er sie abgeputzt vorher, nachher meine ich. Und vorher vielleicht auch, genau. Igitt. I merely hid it in a book. No one reads anything longer than a few pages around here. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Okay, Bücher sind nicht Igitt. Nun denn, danke für die Hilfe. Aber gut zu wissen, sind wir hier fertig? Ich habe nämlich echt zu tun. Naja, danke für die Hilfe. Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Was befindet sich denn auf diesem Modul? Warum traust du mir, dir zu helfen? Ah, keine Sorge, Minister Clark. Ich erledige das und ich kann nichts versprechen. Was befindet sich denn auf diesem Modul? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're awful trusting for a guy who's been locked in his own house for years. The Earth Directorate is our best hope.
Even Rockwell's resources are no match, and it is hardly in their interest to let Halcyon crash. Ein guter Plan. Was für ein Quatsch! Wie lange wird das dauern? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. Ah, es ist besser als nichts. Und wenn es funktioniert, wird es das wert gewesen sein. Ach, das ist doch Zeitverschwendung. Wenn es funktioniert, wird es das wert gewesen sein. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis District. Oh mein Gott. Du gibst uns gar kein Dings zurück. Die werden uns erkennen. Wir kommen hier nie raus. Wir gehen einfach da durch diese Tür. Wir gehen einfach durch diese Tür, okay? Na, jetzt müssen wir alles auf eine Karte setzen. Sonst kommen wir hier nie raus. Also zurück hätten wir nicht gekonnt. Oh, wir sind so hoch. Oh, ich verstehe. Was sind das für Geräusche? Hey, hast du auch mal was für mich? Okay, wir springen hier drauf. Going silent. Und dann hier drauf. Und dann da drauf. Dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Dann auf den Blumen. Und schnell hier durch. Jawohl. Wir haben nichts gemacht. Interessiert die gar nicht. Naja, wir waren verkleidet. Das hat geklappt. Gut, dann wird es in der nächsten Folge also weitergehen. Wahrscheinlich dann eher hiermit. Und das hier werden wir machen. Wenn wir einen weiteren Begleiter haben oder holen. Ich tippe mal auf WK, der wollte ja unbedingt mit und Felix. Der steht ja sowieso nur die ganze Zeit darum. Also WK von Terra 2 und Felix von Groundbreaker. Finde die erste Signalstation. Genau, das machen wir dann, wenn wir einen Begleiter bei uns haben. Denn dafür dürfen wir hoffentlich dann auch noch ein bisschen was tun. Ansonsten sehe ich dem Ende entgegen so langsam, aber sicher. Ja, das gucken wir uns dann an in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.